sich mit den Menschen, kommt weiter. Ich weiber, kommt hier. Ein Wintermorgen in der Steiermark. In einem entlegenen Bergtal ruft der Jäger Kurt Nutz das Rotwild zur Fütterung. Heimzumante, was ist mit denk? Menschen kommen auch. Juhu. Was ist mit denk? Kommt hier Weibchen, Mante. Die Tiere sind hungrig und folgen bereitwillig seiner Aufforderung. Kurt Nutz ist Berufsjäger und arbeitet im größten und schönsten Bergrevier Mitteleuropas, dem Jagdgut der Familie Flick in den Rottenmanner Tauern. Es ist ein Jagdgut der Supernative. Nicht nur die Größe von 13.000 Hektar beeindruckt. Hier leben auch die stärksten und ältesten Berghirsche der Alpen. In einem Revier, in dem alles unternommen wird, damit das Rotwild optimale Lebensbedingungen findet. Nach tagelangen Schneefällen haben sich die Wolken aufgelöst und geben den Blick frei auf eine spektakuläre Kulisse. Nun erkennt man die gewaltige Größe des Jagdgutes, die zahlreichen Berggipfel und die Weite der Täler. Es enthüllen sich auch die idyllisch gelegenen Jagdhäuser, die der Familie Flick als Heimstatt dienen, wann immer sie ihr Gut besuchen. Anfang Februar versinken die Berge im Schnee. Und man könnte glauben, dass der Winter ewig dauert. Doch in wenigen Wochen schon wird die Kraft der Sonne die Landschaft vom Schnee befreien und neues Leben wird auf den Bergen erwachen. Im Strechengraben ist Franz Fuchs unterwegs. Auch er arbeitet als Berufsjäger im Jagdgut. Er betreut den Revierteil Seitenstall Peerwurz. Heute führt ihn der Weg hinaus nach Strechau, ins Waldamt, wo die erste Dienstbesprechung im neuen Jagdjahr stattfindet. So, jetzt haben wir alle vollständig. Dann haben wir die Dienstbesprechung beginnen. Ein kräftiges Leibmannsheil für die erste Dienstbesprechung in diesem Jahr. Im Besprechungszimmer sind bereits Forstdirektor Lackner und die übrigen Berufsjäger versammelt. Insgesamt arbeiten 8 Jäger im Gut Rottenmann. Forstdirektor Lackner informiert sie über die wichtigsten Ereignisse im kommenden Jagdjahr und bespricht mit ihnen die Arbeiten, die in den nächsten Monaten anstehen. Wer die Abwurfstangenschau vorbereiten soll oder wie viel Futter eingekauft werden muss. Dann mit den kleinen und mit den großen Hahnen, das ist bestätigen. Voriges Jahr war sehr gut, mit über 80 bestätigte Hahnen. Am Gut Rottenmann. Ein ganz ein gutes Ergebnis. Dann Abschuss werden wir wieder im Mai beginnen mit Schmaltier und mit Spießer. Behördlich festgelegt, die nächsten 2 Jahre brauchen wir da nicht ansuchen, da haben wir dieses noch. Dann mit der Wiesenpflege, Esungsflächen, Auftreiben der Hochlandrinder, wo werden wir es heuer hintreiben, dass wir uns da noch auseinandersetzen. Dann über die Aufenthaltszeiten der Gutsherrenfamilie. Gutsherr wird wieder sehr oft anwesend sein in diesem Jahr. Genauso über die Baumaßnahmen, die der Dr. Flick in der Guling vorgesehen hat und die Behinderungen, die dadurch entstehen. Das Gut Rottenmann, ein mustergültiges Jagdgut. Wie ist es entstanden? Wer hat es aufgebaut? Seine Geschichte beginnt im Mittelalter. Damals gehörten große Teile des heutigen Gebietes zu einem Herrschaftsbesitz, der sich rund um die Burg Strechau ausdehnte.
In den folgenden Jahrhunderten wechselten die Besitzer mehrmals, aber das Kerngebiet überstand die Zeit und blieb in seiner Größe erhalten. Weitere Teile des heutigen Grundbesitzes gehörten bäuerlichen Familien im Bereich rund um Rottenmann. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts hat sich dann die wirtschaftliche Lage so verschlechtert, dass viele bäuerliche Besitzungen verkaufen mussten. Das war der Zeitpunkt 1892, wo erstmals Max Ritter von Gutmann nach Rottenmann kam und die eigentliche Geschichte dieses Gutes Rottenmann beginnt. Gutmann kaufte innerhalb weniger Jahre etwa 100 kleine Liegenschaften und im Jahre 1916 zusätzlich die Hintergulling und die Plinten. Er ließ mehrere Jagdhäuser errichten, darunter die großzügig angelegte Mimschvilla. Max Ritter von Gutmann war ein leidenschaftlicher Jäger. Als er 1930 starb, hinterließ er seinen Kindern ein Jagdgebiet von etwa 12.000 Hektar Größe. Friedrich Flick erwarb das Jagdgut von den Erben Gutmanns im Jahr 1938. Von Anfang an faszinierten auch ihn die Jagd und die Erholung in der unberührten steirischen Bergnatur. 1948 verlor Friedrich Flick den Besitz aufgrund des Wiedergutmachungsgesetzes. . 1957 kaufte er das Gut ein zweites Mal, diesmal endgültig, und bekam als Draufgabe für seine Familie und für sich die österreichische Staatsbürgerschaft zuerkannt. . 1972 ist dann Friedrich Flick gestorben und dann hat sein Sohn Dr. Friedrich Karl Flick diesen gesamten Besitz übernommen. Und mit ihm ist wohl der leidenschaftlichste Jäger als Grundbesitzer nach Rottenmann gekommen, denn er hat wirklich in kürzester Zeit dieses Forstgut zu einem europäischen Jagdgut aufgebaut, das seinesgleichen noch heute sucht. Er kann sich auch als Bauherr sehen lassen. Denn hier ist etwas entstanden, was in den letzten 80 Jahren noch nie da gewesen ist. Er hat in der Strechen drinnen den Jagdhof errichtet, in kürzester Zeit als zentraler Familienmittelpunkt, sich eine Trophäenhalle gebaut für seine in- und ausländischen Trophäen. Er hat das Waldamt als neues Verwaltungsgebäude errichtet. Dann hat er weiterhin 5 Försterhäuser entweder renoviert oder neu gebaut, zusammen mit den Nebengebäuden. Genauso hat er die maschinelle Ausstattung des Gut Rottenmanns mit über 60 Fahrzeugen so weit forciert, dass es ein leichtes ist, eigentlich unsere Arbeit in diesem Umfang vollziehen zu können. Anfang März nimmt die Kraft der Sonne zu und die Tage werden spürbar länger. Die alten Hirsche im Revier Stillbach haben bereits ihr Geweih abgeworfen. Der Verlust des Kopfschmucks verunsichert sie. In wenigen Wochen aber wird ihnen ein neues, mächtigeres Geweih nachwachsen. Und dann kehrt die alte Ordnung zurück in die Hirschgesellschaft. Im April hält der Frühling Einzug im Bergrevier. Die Bergbäche sind nun vom Eis befreit und die ersten Blumen blühen. Wenn die Krokusse die Bergwiesen mit Farbe überziehen, treffen sich im Bergwald die Auerhühner zur Balz. Am Sargholzberg findet sich der beste Balzplatz im Gut Rottenmann. Ende April beginnt die Hauptbalz und nun suchen die Hennen die Arena der Hähne auf. Musik
Der Tanz der Auerhühner folgt einem festen Ritual. Es dauert mehrere Tage, bis die Weibchen bereit sind, sich zu paaren. In der Zwischenzeit beschäftigen sich die Männchen mit stürmischen Verfolgungsjagden. In einer Vollmondnacht Mitte Mai steigt der Jäger Franz Seidel zu einem Versteck auf, das er vor wenigen Tagen am Rande einer Lawinenbahn errichtet hat. Er ist rechtzeitig vor Ort, noch ehe der Morgen dämmert, um den Beginn der Birkhahnbalz zu beobachten. Im Revier Singsdorf sind die kleinen Haunen in den letzten Jahren erfreulicherweise etwas mehr geworden. Der beste Platz ist auch heuer wieder die Glabockenleiten mit 7 bolzenden Haunen. Im Einetkar habe ich 5 bestätigt und am Schafriedel sowie im Kreuzkarl je 3 Haunen. Es macht uns immer wieder große Freude, im aufgehenden Frühjahr voll Erwartung zu den Haunplätzen aufzusteigen. Und immer wieder fasziniert uns Jager aufs Neue, nach mühsamem nächtlichen Aufstieg mit Augen und Ohren die Bolz des kleinen Haunes zu erleben. Im Mai ist die Kraft des Winters endgültig gebrochen und die letzten Schneeflecken schmelzen. Für die Berufsjäger ist nun die Zeit gekommen, jene Abwurfstangen zu suchen, die bisher im Schnee verborgen waren. Jeder Jäger versucht, möglichst viele Abwurfstangen zu finden, um sie bei der Abwurfstangenschau vorzulegen. In den vorderen Strichen wird Förster Rothmann von seinem Hund Theo begleitet. Der Wachtelhund hat gelernt, selbstständig die Stangen zu entdecken und zu apportieren. Eine wertvolle Hilfe im Labyrinth der Fichtendickungen. Und jetzt bring's her. Hier, brav, Theo, komm her. Brav, hier, komm her. Hoi, komm her. Bring die Stange. Sitz. Aus. Ja, brav. Der letzte Lawinenschnee wird erst im Sommer schmelzen. Dann wird man für kurze Zeit die Macht des Bergwinters vergessen. Abseits der Lawinenbahnen blüht und gedeiht es bereits. Und die Sträucher und Laubbäume sind mit frischem Grün überzogen. Das Gut Rottenmann bietet mit seinen 13.000 Hektar dem Wild hervorragende Lebensbedingungen. Etwa 1.500 Stück Rotwild leben hier, mehr als 500 Gams und an die 1.000 Rehe. Das Wild ist gesund und kräftig
und der Großteil hat den Winter gut überstanden. Die Fortpflanzungsrate der Rehe und besonders die der Rothirsche ist hoch, denn es gibt Nahrung im Überfluss. Den Berufsjägern kommt die Aufgabe zu, ein Gleichgewicht herzustellen zwischen dem Wildbestand und der Tragfähigkeit des Lebensraums. Jedes Jahr werden im Jagdgut an die 1000 Hirsche, Rehe und Gämsen erlegt. Die Jäger versuchen, möglichst viele der notwendigen Abschüsse im Mai durchzuführen. Im Sommer soll das Wild nicht beunruhigt werden. Ein großes Ereignis ist die Abwurfstangenschau. Sie findet einmal jährlich auf der Wiese vor dem Jagdhaus Teuerdank statt. Jeder Jäger legt die von ihm gefundenen Geweihstangen zur Begutachtung vor. Das ist ein Häuserhirsch vom Gossner. Du weißt, der Steile. Wie alt ist er? Der ist jetzt 10 Jahre. Den kommt man heuer eventuell schießen. Wenn man kriegen. Die einzelnen Trophäen werden vermessen und ausgepunktet und die Punktezahl gibt dann Aufschluss darüber, wie sich ein einzelner Hirsch entwickelt hat und wie es um den Hirschbestand insgesamt steht. So, jetzt haben wir einen Jagd über Stübach. Da haben wir meinen besseren Hirsch, den Hirsch Bomber. Der hat den vierten Kopf abgeschmissen mit 11,60 Kilo und 240 Nadelpunkten. Heuer schaut er wieder natürlich ganz brutal aus. Die Wertschätzung, die der Dr. Flick einer einzelnen Trophäe zumisst, sieht man eigentlich, dass er jedes einzelne Stück, das er erlegt hat, immer aufhängen hat lassen. Das heißt,